Kürzlich treibe ich mich nichts ahnend auf diesem Twitter herum. Als ich dann diese Meldung gelesen hatte, konnte man mich kurz einmal sprachlos erleben. Niedergeschmettert sitze ich auch beim zweiten Mal da. Was gibt es dazu noch zu sagen? Die junge Wirtschaftsministerin dieser Republik, die spricht von Gymnasien, die oft am Markt vorbeiproduzieren. Also in meinem Verständnis, da heißt Bildung immer noch Bildung von einem moralischen Urteilsvermögen. Mehr noch, eigentlich geht es darum, Bildung zu begünstigen, Bildung nämlich von einem selbstständig denkenden Menschen im Sinne der Aufklärung. Keinen Automaten, dem man Ex-Lotter-Bütton-Skills einrichten kann. Ja, verstehen Sie denn nicht, Frau Minister? Die Jugend soll sich nicht so früh bekennen müssen. Oder anders gesagt, wir wollen ihn eigentlich, den Maturanten ohne Eigenschaften, auch wenn ich ihn nicht gleich zum Bundeskanzler gewählt hätte. Aber egal, dass mir das jetzt nicht als lapidare Kritik so locker eingesteckt werden kann. Die Frau Wirtschaftsministerin hat dieses Ideal in sein absolutes Gegenteil verkehrt. Sie geht sogar so weit, die Kinder als eine Art Bioroboter zu sehen, als ökonomische Verwertungsmasse nämlich, als etwas, das man für den Markt gefälligst zu produzieren und zeitgerecht anzuliefern hat. Und richtig weh tut einem, dass diese Frau Dr. Schramböck ja eigentlich aus jener Generation stammt, für die wir damals die flächendeckende Versorgung mit Gymnasien sichergestellt haben. Das sind aber auch jene Jahrgänge, für die wir das Angebot der mittleren und höheren berufsbildenden Schulen ausgebaut haben. Deshalb gibt es sie ja heute noch. Die HTL, die HAK, die HLW, die Fachschulen für Forst, Technik und Tourismus. Die Frau Energetikerin selbst hat aber keine der genannten besucht, was ihr, und das muss ich unterstreichen, wirklich niemand hier übel nimmt. Sie hat sich eben dazu entschlossen, hoffentlich ohne Fremdeinwirkung, dem Humboldtschen Bildungsideal zu folgen, und das heißt, sie hat im Gymnasium eine Allgemeinbildung genossen. Und dann hat sie studiert an der Wirtschaftsuniversität. Und Jahrzehnte später sagt sie den ihr folgenden jungen Gymnasiastinnen, dass diese wohl am Markt vorbeiproduziert werden. Ja, sind das die Erdstrahlen oder was? Macht man das nun so? Hinter mir die Sintflut. Nach dem Aufstieg wird die Leiter weggetreten. Und ja, natürlich sind Sie, Frau Minister, auch Opfer dieser unfairen Medien geworden. Ein langes Interview wurde auf die Größe eines plakativen Zweizeilers eingedampft. Aber ich bitte Sie, Frau Doktor, solche Sager entlarven doch die Art, wie man um sie herum spricht, wie man dort das eigene Weltbild ordnet und so weiter. Welche Art von Bürger wünschen Sie sich denn eigentlich? Werkzeuge etwa? Hilfsmittel? Zu stumpf für ein Leben, von dem man später noch Geschichten erzählt? Automaten, die nach einem verdichteten, endlos Arbeitstag zum Einschlafen auch noch betäubt werden müssen? Als begeisterter Amateur-Kulturanthropologe mit viel Zeit, da schaue ich mir jetzt immer gerne an, wie weit diese Denkweise bereits in anderen Ländern vorgedrungen ist. Und die aktuellste Schwundstufe des Weltgeists, die sich dem Markt endgültig unterwerfende Programmgestaltung ist, zum Fischauen. We need to see the bottom half of the bodies, please. Basically, it was just like Deal or No Deal, but with six anonymous penises instead of one called Noel. Dort im britischen Privat-TV, da zeigt man den ganzen Guratz. Danke, ich bin fertig.